Denn das ging sonst ja gar nicht. Bis Zeilhirn unter Fremden, zum Beispiel der Marktplatz. Und da haben Sie gelebt? Ja, da bin ich aufgewachsen, so bis zum 16. Lebensjahr. Ich komme ja aus, komme aus dem Sudetenland, aus dem Altvatergebirg drüben. Und ja, da ist zum Beispiel ja noch eine super Sache von meiner Frau. Das ist so ein kleiner Kerl gewesen in Frankreich. Das ist ein richtiges Original hier. Und wie kam der Sprung dann nach Frankreich? Naja, der kam dadurch zustande, dass ich, das war 76, eigentlich, wir wollten Urlaub machen und das ist übrigens hier typisch Ardèche, das ist so in meiner Umgebung. Das ist ein Blick rüber über das Rhonetal nach Osten rüber. Wenn man in den Bergen weit oben ist, kann man hier hin bis zum Mont Blanc sehen. Naja, jedenfalls, wir sind also losgefahren und dann kam irgendwo eine Abzweigung und da habe ich gesagt, wohin fahren wir, links oder rechts, weil wir hatten, wollten dann sich an die Nordsee fahren oder die Ostsee. Hat keiner was gesagt und da habe ich gesagt, okay, wir fahren nach links und auf die Weise sind wir am Gardasee gelandet, das erste Mal, als ich das gesehen habe. War unterwegs. Wir wollten ja eigentlich in die Dolomiten. Das war Anfang Mai. Da waren mit dem Zelt, ja, da waren minus 4 Grad nachts. Und nach 4 Tagen habe ich gesagt, das taugt nichts. Haben uns ins Auto gesetzt, sind an den Gardasee runtergefahren, Maderno Toscolano. Und da waren schlagartig 34 Grad. Und da habe ich gesagt, das ist es. Da sind Sie dann geblieben, weil es warm war. Wir wollten dort eigentlich, wir hatten schon Jahre vorher, nee, später dann, bevor ich nach Frankreich bin, eigentlich, ja, wir wollten eigentlich am Gardasee wollten wir wohnen, aber das hat damals nicht geklappt, weil man kriegte praktisch nichts zu mieten damals, das hing mit den Mietgesetzen zusammen und das war mit meiner ersten Frau war das noch, ja. Und dann sind wir halt dann, als da nichts ging, sind wir nach Frankreich rübergefahren, Saint-Montor, da hatten wir vorher schon 2-3 Mal Urlaub gemacht, ja, und sind dann dort eben hängen geblieben. Ja. Und, mein Gott, das ist diese Frankreich, das zieht sich bei mir über die Hälfte durch mein Leben durch. Ja. Das ist, ich habe am wenigsten in Deutschland gelebt. Ja. Also ist das die Heimat? Oder was ist eigentlich Heimat? Heimat kann man, wenn man keine hat und keine vermittelt gekriegt hat durch die Eltern. Ja, die Sudetendeutschen, die sind ja bis zuletzt, ja, und die noch leben, die alten, stocksauer auf die Tschechen. Ja. Wobei die natürlich nie berücksichtigt haben, wer eigentlich der Verursacher immer ist von so einem Schlamassel. Das sind ja nicht die Leute. Die Leute haben mit nichts Probleme. Es ist eben immer die Politik, wenn es gerade passt, dass sie die Leute gegeneinander aufhetzt. Ja. So. Das. Mich würde mal interessieren, du bist ja quasi so ein halber Franzose in Zittau. Ah, ja. Ja, so würde ich das mal, wenn ich so deine Geschichte, wie du die angerissen hast, wenn ich das so betrachte. Und jetzt sind wir am Ohrsee, also am Olbersdorfer See. Und ist das so ein Ort von dir hier in Zittau? Also bist du hier öfter? Hältst du dich hier gerne auf? Ja, eigentlich ja. Das ist, ich bin mitunter, ich meine jetzt im Winter mal weniger, aber bei gutem Wetter, ich bin eigentlich zeitweise fast jeden Tag hier. Ja. Ist ja nicht weit. Gibt es hier so einen Spot, an dem du dich sehr gerne aufhältst? Also wo du das Gefühl hast, so... Sagen wir mal so, also den ganzen See kenne ich noch nicht. Also es ist eigentlich nur zwischen hier und das Ostufer bis ganz hoch. Also drüben war ich noch nicht auf der anderen Seite. Ja, wir können ja mal vorgehen an den Steg. Hm. Ja, und vorhin hast du uns schon so ein bisschen erzählt, also du bist schon in Deutschland aufgewachsen und groß geworden und bist dann
auf Umwege nach Frankreich gekommen, zusammen mit deiner Frau. Mit meiner ersten noch. Ja, ja, und da war deine Tochter auch dabei? Ja, die gab es schon. Also es ist ja so, meine Tochter, die hat das ja alles miterlebt. Sie hat ihren zweiten Geburtstag hat die am Gardasee unten gefeiert. Ja. Und die ist genau wie ich, also ein Gardasee-Fan. Also es kann durchaus passieren, dass ich irgendwann wieder da runtergehe. Oder ja. Sag mal, zumindest, sagen wir mal so, es ist ja keine große Entfernung hier. Das sind keine 700 Kilometer darunter. Und bist du noch relativ oft am Reisen? Also bist du noch viel unterwegs oder seit wann bist du eigentlich in Zittauer? Seit so Mitte Oktober, Ende Oktober. Ja. Und trotzdem immer noch ein bisschen am Reisen? Immer mal wieder, oder nicht? Sagen wir mal so, es ist... Ja, also wo ich jetzt ein bisschen leide drunter, die ganzen Pläne, die lassen sich jetzt möglicherweise nicht verwirklichen für dieses Jahr. Meine Tochter habe ich länger nicht mehr gesehen. Die wohnt bei Paris, arbeitet da oben, die schon, also ziemlich jung war sie da hochgegangen, weil so in der Provinz in Frankreich gibt es ja keine Arbeitsmöglichkeiten. Frankreich hat ja nur drei Metropolen, das ist wo man wirklich einen guten Job machen kann. Das ist Paris, Lyon und Bordeaux. Und die Franzosen, die sich eben nicht damit begnügen wollen, Automechaniker zu werden oder Kassiererin im Supermarkt, ja, sondern einen ordentlichen Beruf erlernen, so wie meine Tochter, die ist Mehrsprachensekretärin, hat so eine Ausbildung gemacht, spricht also im Prinzip vier Sprachen perfekt, einschließlich Italienisch und ein bisschen Spanisch. Ja. Und wie kommt das? Wie kommt das, dass du nach Zittau gekommen bist und jetzt hier lebst? Wie kamst du dieser Entscheidung? Weil das ist ja, wenn du die ganze Zeit unterwegs warst und viel in Frankreich und auch deine Tochter dort lebt, das ist ja schon eine Strecke. Sagen wir mal so, es ist dieser sag mal, dass man das Land mal wechselt, ja. Das hat teilweise hat's mit meinem Beruf zu tun, weil ich ja so auf Landschaften und Architektur und so, spezialisiert bin und was ich mit meinen Bildern mache, es sind im Prinzip Dokumentationen, sind das, ja. Das war mir lang eigentlich gar nicht klar und es ist total im Grunde, was ich male, am Bedarf vorbei. Das hat offiziell kaum jemand interessiert, weil zumindest also in Westdeutschland nicht, ja, weil Leute sind ja total auf die gegenstandslose Malerei abgefahren. Das hängt einfach damit zusammen, weil das sind die Galeristen, die solche Trends einführen, und zwar einfach deshalb, weil, wenn man das mal beobachtet, ein Galerist will Geld verdienen und der braucht Dinge, die schnell nachgeliefert werden können. Und da hätte ich nie eine Chance gehabt. Okay, ja. Und das war dann quasi die Landschaft hier, die dich so ein bisschen hierher gezogen hat? Also warst du hier zu Besuch auf Urlaub oder wie hast du diese Gegend hier entdeckt? Na, es ist so, also in dem Jahr 91 in Zittau, in Lindau, war meine Frau krank geworden und die war hier in der Klinik, mal vier Wochen lang, ja. Und man, das ist so, also dass man so öfter mal das Land, ja, das war's, ja, hängt oft auch damit zusammen, mit persönlichen Ereignissen. Ja. Dass man irgendwo sagt, wie jetzt zuletzt in Frankreich, es hat sich irgendwie totgelaufen für mich, dass okay. Das Ganze. Meine Frau, ich hatte für die letzten fünf Jahre in Ladesch gewohnt und vorher mit meiner zweiten Frau eben vier Jahre in Sainte-Marie-de-la-Mer, also direkt am Meer unten in der Camargue. Und sie ist da unten auch gestorben vor sieben Jahren. Und dann bin ich wieder zu dem Ausgangspunkt Ladesch zurück, weil die ist einer von schönsten Orten in der Provence überhaupt. Das ist ja schieres Mittelalter. Das ist ein Ort, die Häuser, die sind teilweise schon entstanden vor Kolumbus.
Das, wenn man, das ist interessant, ja? Wenn man dann ein Haus sieht, was 1460 meinetwegen gebaut worden ist. Ja? Dann sind Sie ja hier in Zittau genau richtig, weil hier gibt es ja auch noch diesen wunderschönen historischen Das Stadtkern. ist es auch. Also, weswegen ich dahergekommen bin, es hängt einfach damit zusammen. Ich wollte eigentlich wieder nach Novi Bor zum Beispiel rüber. Ich hatte da 2 Jahre lang hatte ich im Internet einen Umgewindebauernhof, einen hatte ich im Visier, der spottbillig zu mieten war. So das übliche 4000 Quadratmeter Grundstück, Brunnen, Bach nebendran und komplett modernisiert, 160 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Traum in Novi Bor. Miete 240 Ja. Euro. Und es ist ja auch vielleicht der Vorteil hier, ne? Also dieses Dreiländereck. Und hat das auch eine Rolle gespielt für dich? Naja, ich meine, ich kannte jetzt wieder schon ein bisschen und mir ging es auch darum, was mich hier natürlich auch gereizt hat, das sind eben die niedrigen Mieten. Weil selbst in Frankreich auf dem Land ja, sind die Mieten 3 bis 3,5 Mal so hoch wie hier. Ja. Ist also, ich hatte in Frankreich, hatte ich ein altes Haus, was 400 Jahre alt war, gemietet. Das hat zwar 100 Quadratmeter gehabt und ich habe das zum relativ günstigen Mietpreis gekriegt. Und zwar gehörte das meinem Zahnarzt, den ich viel früher schon mal dort hatte. Hatte ich 460 Euro für bezahlt. Ja. Also alles immer über Kontakte. Eigentlich, ja. Das heißt, das Einzige, wo ich vorher nie gewesen bin, ist eben Tschechien gewesen. Aber ich wollte es eigentlich, ich wollte die Leute mal kennenlernen. Das ist eigentlich der Auslöser. Wie soll man sagen? Ich gehe einfach aus Interesse irgendwo hin, weil, na gut, ich meine, Tschechien sowieso, das hängt aber auch damit zusammen, weil die Sudetendeutschen, die haben ja, waren ja auf die Tschechen, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben nicht gut zu sprechen. Und da habe ich mir gesagt, ich will mal die Leute kennenlernen. Ich bin darüber gekommen und war sofort begeistert. Ich muss sagen, ich habe nie so schnell irgendwo In Tschechien jetzt? drüben, ja, in Lindava, nie so schnell so herzliche Freundschaften geschlossen, trotz Sprachschwierigkeiten. Haben Sie, Das. hast du Tschechisch gelernt? Nee. Nein. Ich habe. Handsprache. Ich leihe euch mal mein Buch, das ist in dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt erzähle, sowieso verankert. Und ja, es ist einfach so. Ich meine, man kann ja zumindest in grenznahen Gebieten, aber wahrscheinlich in ganz Tschechien, ne, kommt man ja sowieso sprachlich zurecht, weil es sind ja immer noch 40.000 also deutschstämmige Familien in Tschechien, wo auch einer noch Deutsch spricht. Ja? Und vor allen Dingen Gaststätten und Supermärkte und so weiter, stellen ja alles deutschsprachige Personal ein, also da gibt es überhaupt keine Probleme. Ist übrigens am Gardasee genau dasselbe, weil Gardasee war ja noch bis zum Ersten Weltkrieg war das zur Hälfte deutschsprachig. Also das heißt, das gehörte mit Österreich zusammen. Ja. Und da jetzt weg bin, weil da starb dann wirklich mein engster Freund, der gegenüber ein Riesenhaus hatte, eben von CSF aus dem 15. Jahrhundert mit 600 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ja das Gebiet da unten von den Avignon-Päpsten, solange wie ich auch in Frankreich war. Das ging in die Brüche, es passte irgendwie nicht und so weiter. Und ist jedenfalls einiges schief gelaufen, habe ich gesagt, ich mache jetzt mal was anderes. Ja, und Geh dann mal haben Sie rüber. die Zelte abgebrochen und sind dann jetzt hier in Zittau. Und ja, wie ist es denn hier? Also, wenn man neu in Zittau ankommt, wie hast du denn Kontakte geknüpft? Das ist leicht hier. Mama hat so seine Läden, wo man hingeht. Wir haben da das Mini-Kaufhaus oben da Richtung Bahnhof. Mit dem unterhalte ich mich sehr viel natürlich. Also gerade jetzt, es geht eigentlich immer um Politik, um politische Themen und so weiter. Oder, naja, sagen wir mal so, dann hab ich den Ehemann von der Frau Jämlich, von der
Apotheker da bei uns um die Ecke habe ich kennengelernt, weil der ist genau wie ich, das überall immer mit Fotoapparat unterwegs und dadurch ergeben sich Kontakte. Ja, oder auch hier im Sommer. Ich laufe hier und da sind irgendwelche Gruppen, die sagen, hallo, kriegen wir heute Abend wieder auf Facebook die schönen Fotos zu sehen und so. Also darüber geht schon eine Menge. Und du hast ja dein ganzes Regal voller analogen Kameras, ne, bei dir zu Hause und fotografierst jetzt auch digital hier? Ich, ja. Ja. Ich hab eine Canon. Und kann man deine Arbeiten auch irgendwo sehen? Also hast du zum Beispiel auch vor, hier in Zittau nochmal dich künstlerisch zu präsentieren? Sagen wir mal so, also ich habe mir spontan, hatte ich mir gedacht, ich habe ja diese Eubin-Ausstellung, als ich die gesehen habe und dieses sagenhafte Bild von Eubin, also von dem Berg. Ja. Von der Burg. Sagenhaftes Bild, ja. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine Idee, das mache ich auch. Weil im Grund, ja, würde ich ganz gern machen. Deswegen, ich fotografiere auch so viel. Ich bin im Moment noch am Überlegen, was ich jetzt weitermache, was ich male. Aber man, im Moment ist man ja echt ein bisschen lahmgelegt. Ja. Das ist natürlich. Und würde das dann, also ist dann quasi auch deine Wohnung, du wohnst ja auch im, der Ort, an dem du wohnst, heißt ja auch Künstlerviertel, ne? Also das sagen die. Ja, aber Zufall. Ist dann deine Wohnung auch das Atelier quasi? Also würdest du dort dann auch malen oder? Ich meine, Leute fragen mich oft nach Atelier, ja. Das brauche ich ja nicht, weil das ist ja eigentlich, was ich da mache, so eine Schreibtischarbeit. Also ja, im Grunde genommen. Okay. Und gut, ich meine, ja, ich hatte schon überlegt mit Ölmalerei, weil das, ich hatte so die letzten 3-4 Jahre mal angefangen, etwas zu machen, was ich seit 40 Jahren von mir her schiebe, nämlich Impressionisten zu kopieren. Das habe ich angefangen und das würde ich gern weitermachen. Und gerade speziell Van Gogh und Gauguin. Ich habe einiges gemacht jetzt. Das klingt nach Plänen. Ja, ja. Und es wäre ja auch schön, wenn man das einfach auch ein bisschen so einem Publikum zeigt. Ne? Also ich glaube, das kann auch Zittau ganz gut vertragen, dass man einfach künstlerische Arbeiten zeigt. Und vor allem mit deiner Lebenserfahrung und mit allem, was du siehst, dein Blick, der ist ja auch sehr besonders auf den Arbeiten, die du uns gezeigt hast. Würd ich schon gern. Ne? Also ja, würd ich schon gern machen. Ne? Aber wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen ausgebremst durch diese Corona-Geschichte. Auch, wie soll man sagen, also das gerade jetzt spürt man das verstärkt, eben wenn man allein in der Bude sitzt und niemand hat, mit dem man sich überhaupt austauschen kann. Ne? Macht man arg zu schaffen und das blockiert mich einfach ein bisschen. Ja. Aber manchmal ist ja auch so, dass man aus solchen Momenten ja auch irgendwie wieder so eine Inspiration ziehen kann, oder? Also aus diesem Stillstand und aus der Stille. Und jetzt der Winter, der passt ja auch gut dazu. Ja, sag mal, ich genieße es wirklich. Es ist schön hier. Landschaft ist schön. Was ich natürlich auch wirklich schätze, das ist die Tschechien-Nähe. Einfach, das sind ja jetzt nach Lindau 14 Kilometer, weil das ist natürlich alles also mit Erinnerungen behaftet, ja. Überall, wo man gewohnt hat, wo man zusammen gearbeitet hat. Und wenn, also, machst du Ausflüge dahin, an diese Orte nochmal und besuchst sie oft? Ja. Ich bin, ja, das ist eben auch was mir im Moment ein bisschen, was bedauerlich ist, weil ich bin oft, also wenn ich so das Gefühl hatte, da jetzt so die letzten Wochen, Monate und so, dass mir die Decke irgendwo ein bisschen auf den Kopf fällt, bin ich nach Novi Bor rübergefahren oder Krombach zumindest. Ja. Und weil ich fühle mich unwahrscheinlich wohl da drüben. Das ist, ich meine, wie hier auch, das ist, aber es ist, wie soll man sagen, das, ja, ich mag dieses Tschechien da drüben. Ne? Wo ich nie gewesen bin, ich bin nie also in Nordmähren gewesen, wo ich geboren bin. Ich bin ja ganz im Osten geboren, drüben, ne? Am Altvatergebirge. Und ich hatte die Zeit bisher nicht mal darüber zu fahren. Ich meine, es ist ja auch nicht weit. Und ich hoffe halt jetzt, wenn man mal wieder sich bewegen kann,
Ich meine, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Nächste, was passiert, ich fahre nach Frankreich rüber im Sommer. Falls man das kann, schnapp mir meine Tochter, fahre mit ihr nach Südfrankreich runter, wo man ja, womit sie natürlich auch so verbunden ist. Ja, die bedauert es auch, dass sie da unten weg musste. Ist es schon bei dir so, dass du immer wieder auch so diese Leben zusammen siehst, also diese Orte, an denen du gelebt hast, und dass das gar nicht aufhört. Also das ist jetzt nicht quasi, Frankreich ist jetzt nicht ad acta gelegt, sondern das bleibt weiterhin ein Fokuspunkt. Ja. Und da, dass sie eben auch, ich meine, ja. das ist eine schnurgerade Strecke hier, und da fährt man auf die Berliner Autobahn nach Innsbruck runter, und das ist ja nicht weit, das ist ja ein Katzensprung, das Ganze. Heinz, und du hast ja einen Eindruck gewonnen von Zittau, und es ist ja immer schön zu wissen, so ein Blick von außen auf diese Stadt. Ich bin ja hier geboren, ich bin auch weg gewesen 10 Jahre und wiedergekommen. Ich habe Kunst studiert übrigens. Ja. Und deswegen interessiert mich, was siehst du an dem Ort, was andere vielleicht nicht sehen, die hier leben? Es ist mit dem Sehen ja so eine Sache. Ich beobachte das hier und auch an manchen Orten, wo ich gelebt habe, auch. Ja. Es ist ja so, die meisten Leute laufen ja ziemlich, sie haben Tunnelblick, die sehen eigentlich nichts. Das ist, ja. Und ich merke das oft, also wenn ich irgendwas fotografiere, bleiben die Leute dann stehen und gucken und fragen sich, was fotografiert er da eigentlich? Ja, die kapieren das gar nicht. Ja. Es ist einfach so, ja. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt in Franken. Also und wie würdest du Zittau beschreiben? Jemanden, der noch nie hier war, der das noch nicht gesehen hat? So in einem Satz vielleicht? Da kann ich jetzt besonders dazu sagen. Also meine Freunde, die sind ja weit verstreut. Also so von Deutschland her, die sind ja alle im Mannheim-Heidelberger Raum, Odenwald. Und der Rest in Südfrankreich, das sind 1500 Kilometer. Und die haben natürlich auch, sind deutsche Freunde, wie gesagt, also ich habe schon einige Besuche gehabt, seitdem ich da bin, und es hat kürzlich einer zu mir, hat gesagt, Mensch, sagt er, wenn ich die Option hätte, mir einen neuen Wohnort auszusuchen, ich könnte mir vorstellen, hier zu leben, und mir geht es eigentlich auch so. Ich fühle mich wohl hier, vor allen Dingen, es ist ja so, ich meine, was für mich auch interessant ist, ich stamme ja zur Hälfte aus der Gegend hier. Mein Vater stammt aus Thüringen oben. Und ich kenne die DDR. Ich war mit 3,5 Jahren das erste Mal, hatte ich meinen Großvater besucht und habe eigentlich alle Ferien in das oben bei Zeitz. Waldaukreis Zeitz ist das Osterfeld, das ist da am Hermsdorfer Kreuz oben das Eck. Und ich kenne die Situation hier, und was mich eigentlich auch hier, was mir hier gefällt, übrigens, das ist auch oft mit dem Grund, warum ich bestimmte Orte besonders mag, und zwar einfach deshalb, weil ich habe mal jetzt von den Dörfern abgesehen in Westdeutschland, habe ich in so Städten gelebt, 6 Jahre Mannheim zum Beispiel. Ich habe mich nie wohlgefühlt in diesen Städten, und zwar weil diese ganze alte Bausubstanz wegbombardiert worden ist. Und das haben wir hier eigentlich praktisch nicht. Ja. Gut, sie sind am Zerfallen, die Häuser, macht nichts. Aber hängt vielleicht auch wirklich damit zusammen, weil ich bin in einem kleinen Kuhdorf groß geworden in Franken, ja. Und ich bin es einfach, diese Atmosphäre gewöhnt, ja. Das Motiv, was ich so oft fotografiere hier, ich mag diese alten Häuser, das hat das verkörpert für mich eigentlich Wohnkultur, ja, oder Wohnqualität. Auch eben wie in Tschechien drüben, wo jeder seinen Garten hat, der sein Grundstück, ein Bach dabei, ein Brunnen dabei. Und wenn man da rüberkommt, das ist auch hier in der Umgebung, ja, wie die Tiere hier, die haben freien Raum hier, die Kühe, die haben Quadratkilometer große Weiden. Ja. Das ist gerade so das Thema Massentierhaltung und so weiter. Und auch, was ich auch den Eindruck habe, die Leute hier, die strengen sich unwahrscheinlich an, hier was auf die Beine zu stellen. Das im Gegensatz zu Westdeutschland drüben.
meiner Meinung nach. Das, also ich habe einen sehr positiven Eindruck, ganz einfach hier von der Region. Können wir noch einen Werbefilm drehen? Gerne.